zur Pressekonferenz des letzten Heimspiels im Jahr 2013 mit einem persönlichen Ausgang. Ich begrüße auch unsere Bürgermeisterin, Frau Elisabeth Herzog von der Heide. Ich glaube, Sie waren heute unser Glücksbringer. Wie gesagt, ein persönlicher Ausgang. Wir sind gespannt, wie beide Trainer dieses Spiel beurteilen. Zu meiner Linken Thomas Georgic, Trainer von Giorgio und Carsten Müller, Vertreter von dem Nachtigall. Bitte, Thomas. Ja, erstmal Glückwunsch für 3 Punkte für uns. Ich glaube nicht nur für uns, aber für den Gegner auch. Weil ich bin um 6 Punkte. Wir haben gewusst, dass wir sind 12. Und hinter uns ist Rückenwalde und wir fahren nach Rückenwalde mit klarem Ziel. Einfach Sieg nach Hause bringen und 3 Punkte. Das wir haben nichts geschafft. Ich glaube, dass durch erste Halbzeit, wir haben 2 einfache Fehler hintergemacht. Einfach in Abel, wir können nicht so spielen mit so einfachen Fehler, welche Gegner hat eiskalt genutzt. Deswegen so nach 2-0 war es schon schwierig, wieder rein ins Spiel zu kommen. Trotzdem, wir haben durch die zweite Halbzeit versucht und ich muss sagen, so, das sieht so aus, unsere Spiele so von Anfang an in unserer Saison. Da wir haben keine, vielleicht ist es keine Sturm, aber keine Mann vorne, welche nutzt unsere Chance, welche wir spielen. Da waren viele Bälle von außen, von rechter oder von linker Seite, welche waren rein, im Strafraum. Und da war keine, welche soll das nutzen oder will das nutzen und deswegen. Danach 3-0, klare Konter von Gegner und 3-0, ich muss sagen, so durch die erste Halbzeit verdiente von Rückenwalde. Wir fahren nach Hause so mit leeren Händen, wir haben noch ein Spiel, wir wollen auch ein Spiel gut zu machen und auch wieder verbessern die in der Tabelle. Danke, Thomas. Herr Kassen, war kein sehr schönes oder attraktives Spiel, aber ein sehr erfolgreiches Spiel. Wichtig war, dass Wunderhütte vorne gemacht wurden und dass in einem entscheidenden Moment Konstantin Filatov auch ein sicherer Rückhalt war. Und wie siehst du das? Ja, ich denke, man kann mal schon so sagen, es ging halt uns auch nicht darum, dass wir hier ein schönes Spiel machen. Wir haben öfter schon ein schönes Spiel gemacht und haben den Kennepunkt mit nach Hause genommen. Und heute war das halt so gewesen, dass wir wirklich relativ effektiv, sag ich mal, zur richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht haben und so eben 3-0 gewonnen haben. Aber wenn man sieht, wie es begonnen hat, das Spiel, dann war es doch so, die ersten 20 Minuten, da hat man die Nervosität, denke ich mal, bei beiden Mannschaften abgesehen. Unser Glück war, dass Torbjörn doch nicht so viel Druck nach vorne gemacht hat, oder also unser Tor. Da konnte man dann doch alle in Ruhe spielen. Und ob das nun schön ausgesehen hat oder nicht, das war in dem Moment, sag ich mal, doch relativ wurscht gewesen. Wir haben 2 Chancen gehabt, die wurden sehr gut rausgespielt und wurde gut 1-0 und 2-0 vorbereitet und auch abgeschlossen. Und wir haben das 45. Minuten Tor gemacht, war das auch nicht allzu doll, also oft gelingt. Da war mal kurz, dann haben wir öfter mal 43, 44 Minuten Gegentore gekriegt und die waren viel schlimmer, die haben viel mehr wehgetan. Wir haben ja heute, so denke ich mal, vom Kader her, alles noch zusammen geholt und auf den Platz gestellt, wo wir gesagt haben, es ist möglich, dass wir die 3 Punkte holen. Und wir haben auch an uns geglaubt. Ja, und wenn man auch mal ein Spiel macht, was vielleicht nicht so schön aussieht, aber die 3 Punkte holt, feiert sich heute Abend, sag ich mal, doppelt und dreifach so gut. In der zweiten Halbzeit muss man anderlich sagen, ab der 65., 63. Minute bis 80. Minute, da war Torpolo klar überlegen. Wir sind nicht mehr auf die Leute, wir haben nicht mehr die Leute gestellt, wir haben die außen laufen lassen, es sind viele am Flanken gekommen, wo wir Glück hatten. Conti macht noch eine Riesenreaktion, das wäre 2-1 gewesen, weil er da erhalten hat, war richtig gut gewesen. Ja, wir haben dann noch einen Konter nachher, wo er in der schwimmenden Phase durch unseren Neuzugang in Tatal war abseits gewesen, 2 Meter, gut, hat er nicht gemacht, aber nachher hat er kurz vor Schluss ein Tor gemacht. Und ich denke mal, wenn man jetzt die 20 Minuten, wo Torbjörn uns dann doch hinten reingedrückt hat und auch Chancen hatte, wenn man die absieht, ist im Ganzen doch das Spiel, denke ich mal, verdient gewonnen für uns, 3 Punkte. Und das ist gut so. Wir haben natürlich im nächsten Spiel, im letzten Spiel, noch Verluste durch die 5. gelbe Karte. 2er Spieler, aber ich denke mal, wenn die Spieler, die immer noch verletzt sind, wenn die wieder zustoßen, wir wissen, was wir können. Und ich denke doch, dass es im nächsten Jahr von neu, von null losgeht.
wir die Angel hochkrempeln und dann werden wir alles wohl verbrauchen. Und mehr zählt im Moment nicht. Und mein Kompliment nochmal an die Jungs. Hier ist eine prima Truppe da hinten, muss man wirklich sagen, und steht einer für den anderen und ist toll und da freut man sich drüber. Ja. Mehr ist eigentlich dazu zu sagen. Ich wünsche natürlich Torben auch noch viel Glück, ist ja klar. Heute habe ich natürlich uns mehr Glück gewünscht, ist auch klar. Ich wünsche euch noch einen guten Nachhauseweg und ihr werdet schon alles sagen. Ja, schönen Dank, Carsten, für den Worte. Merci, und wir fragen. Ja, ihr Trainer ist umgezogen oder ihr habt die Trainerbände gewechselt. Das Aberglaube, dass er. Ja, kann man jetzt sagen, Aberglaube, aber wir wollten heute mal, weil wir gesagt haben, wir haben schon so wenig Spieler auf dem Platz, wollten wir mal näher an den Zuschauer ranrücken, die wieder auf der Seite stehen und für den Weg ja. Noch, und wenn die sinnvoll fahren. Ja, die war sehr gut. Wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich allen Anwesenden eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr wieder hier im Gardestehen in der Stadt begrüßen dürfen. Und dann jetzt natürlich einen schönen Heimweg und alles Gute. Tschüss.